Hey Leute, und willkommen zu einem weiteren Video zu Lone Star Defense 6. Vor einer Woche habe ich das erste Mal RIP Reißnagelwerfer gesagt. Weil der Reißnagelwerfer wurde meiner Meinung nach kaputt genervt. Der hittet einfach nicht mehr so, wie er vorher gehittet hat. Also halt buchstäblich. So gut wie alle Skillungen haben nur noch die Hälfte der Durchschlagskraft. Also den kannst du halt noch einsetzen, aber der ist halt eher schwach. So in der aktuellen Meta wahrscheinlich einer der schwächeren Tower. Aber Super Inferno hat jetzt einen sehr lustigen Bonus gekriegt, wenn du die richtigen Gebäude einsetzt. So bei Super Inferno hast du eine Fähigkeit und da kannst du halt die ganze Zeit so Klingen um dich herum werfen. Wenn du die richtigen Türme dazu setzt, kannst du die Fähigkeit quasi dauerhaft einsetzen. Und das würde ich heute gerne mal zeigen, auch auf einer Map, wo das ansatzweise stark ist. Wie gestern kommt heute nur ein Video plus ein Kurzvideo, habe ich ja gestern schon erklärt. Ich hatte einen kleinen Unfall, mein Fuß ist ein bisschen kaputt und ich kann eigentlich nicht lange irgendwo sitzen. Es macht am meisten Sinn, wenn ich irgendwo hinlege. Aber keine Sorge, es kommt auch ein Kurzvideo zu Shellshock Live, was im Grunde die Essenz von einem 10 Minuten Shellshock Video hat. Nur halt gepresst in 60 Sekunden, da habe ich gegen Dufix zusammen Shellshock gespielt. Guckt es mal bitte, das ist jetzt schon draußen, wenn ihr das Video geguckt habt. Wir machen es auf Balance im Schimpansen-Modus. Held habe ich dabei, aber werde ich nicht einsetzen. Wichtig ist, dass man unten skillt als sekundäre Skillung. Weil der Reißnagelwerfer in der Mitte hat einen Buff gekriegt, dass wenn du unten sekundär skillst, dann hält der Effekt halt ein bisschen länger. Ich glaube irgendwie eine halbe Sekunde länger. Und genau diese halbe Sekunde, die länger ist, macht es der in Kombination mit manchen anderen Affen, die einen Bonus geben, halt quasi unendlich hält. Also das ist eine sehr krasse Kombination. Würde ich gerne nutzen. Ich mache jetzt immer noch ein U-Boot, weil, um schon mal zu spoilern, U-Boot wird wichtig sein. Reduziert Fähigkeiten abkühlen überall um 20%. Also dann nehmen wir schon mal 20% weg. Und dann gibt es noch einen anderen Affen, der auch Fähigkeiten abkühlen ein bisschen runternimmt. Und außerdem brauchen wir das U-Boot auch, um Blei zu killen. Das könnte am Anfang relativ wichtig sein. Aber ich gehe jetzt erstmal hier dahin. Und wer natürlich neu hier ist, darf uns auch mal sehr gerne ein Abo da lassen oder Creator-Code wartet zum Eintragen. Ich mag Abos. Wir sind kurz vom nächsten 1000er-Zähler. Das war jetzt echt mühsam diesen Monat. Weshalb es auch super ärgerlich ist, dass ich jetzt nur Bloons bringen kann und nicht noch ein anderes Video. Aber Bloons geht halt zum Aufnehmen am schnellsten. Und so, es ist halt auch super ärgerlich. Ich habe gerade Momentum auf meinem Kanal wieder gehabt, nachdem es einen Monat schlechter lief. Und jetzt Momentum kann ich nur so halb halten. Das ist ultra ärgerlich. Na gut, ich hätte mir natürlich auch nicht den Fuß verletzen müssen. Das ist ja meine eigene Schuld gewesen tatsächlich. Weil wir müssen ja auch was gegen Unsichtbar machen. Der kann ja Unsichtbar nicht angreifen. Der ist jetzt erstmal gut genug gegen Kleinvieh, denke ich mal. Dann gehe ich jetzt oben, oben, oben und dann Mitte, Mitte. Wenn ich jetzt halt nochmal oben gehe, kann der halt Tarnung aufdecken. Runde 24 und Unsichtbar. Wenn ich zweimal Mitte gehe, kann der Blei angreifen. Ohne 28. Und wenn ich dann noch ein bisschen weiter skill, dann kann der ja auch ein bisschen Schaden machen. Also wirkt nach einem stabilen Call. Ich mach mal so, ich tauche wieder auf. Dann gehe ich jetzt Mitte, Mitte. Dann sind wir erstmal gut. Und dann kann ich mir überlegen, ob ich hier auf Klingeninferno gehe oder da oben auf Plutoniumreaktor. Ich denke, Klingeninferno macht mehr Sinn. Ansonsten weiß ich nicht, wie ich Runde 40 kaputt kriegen soll. Ich glaube, Klingeninferno ist da nötig, aber jetzt so. Wobei, Runde 24 tauche ich ab und dann spare ich einfach mal. Abtauchen, unsichtbar. Dann tauche ich mal ab. So, der taucht jetzt ab, der kann gleich Schaden machen, generell ein bisschen Schaden machen. Aber dann kann ich gleich noch Klingeninferno zu raushauen. Ich kann sogar noch ein Affendorf raushauen, weil, Spoiler, Affendorf ist das andere Gebäude, was wichtig ist. Weil Affendorf oben, das weiß nicht jeder, aber Affendorf oben macht auch, dass sich Fähigkeiten schneller aufladen. Reduziert Abkühlphase für Fähigkeiten. Dann würde ich sagen, spare ich jetzt auf Klingeninferno die Fähigkeit. Beim Klingeninferno. Okay, das kann ich jetzt im Notfall raushauen. Zum Beispiel halt in Runde 40, wenn was Größeres ankommt, haue ich das sowieso raus. Ein roter Ballon. Ein roter Ballon wäre durchgekommen. Vielleicht brauche ich noch ein anderes Affendorf, damit der auch Blei angreifen kann, weil ich glaube auch Super Inferno die Fähigkeit, die kann ich Blei hitten, kann das sein, ne? Aber dann warte ich jetzt halt, bis der letzte ankommt und macht dann die Fähigkeit. Ja, Keramik ist es nötig. Okay, jetzt. Ein dumm roter, gut, ist okay. Warte kurz, so. Müsste gute Damage sein. Let's go. Okay, das war Runde 40. Dann gehe ich hier auf Primär-Mentoring. Wichtig, dass ich das richtig ausspreche. Ich habe es jahrelang falsch ausgesprochen. Taucht hier wieder ab. Ich will ja auch nicht nur mit den Reißnagelwerfer alles killen. Ich will halt nur gucken, dass der halt dauerhaft draußen ist. Das ist ja eher so meine Mission. Okay, und jetzt spare ich bis 16.000. Geht das? Das geht halt bis auf die Runden, wo Moabs kommen. Relativ safe. Da kommt jetzt... Es ist jetzt kein Problem. Let's go. Keramik ist jetzt auch kein Problem. Ohne Fähigkeit. Eben habe ich Fähigkeiten gebraucht. Also ich gehe mal einen weiter. Ich gehe mal auf Radarscanner noch. Ein Super Inferno ist halt wirklich recht stark. Wie wir sehen, jetzt ist nicht ganz dauerhaft. Der fehlt halt noch ein bisschen. So ein paar Prozent und die paar Prozent, die noch fehlen, die quetschen wir jetzt gleich raus. Ich gehe aber mal kurz, ich mache es nachher wieder hoch, aber ich gehe kurz mal hier auf 14%, damit das für die Augen halt, ja gut, das ist ein bisschen billig, wie es aussieht. Aber ich gehe gleich natürlich wieder hoch, aber es ist einfach nur, aber damit ich jetzt halt keine Augenprobleme kriege,
Vom Effekt mache ich das mal klein. So, Runde 60 BFB, wie gesagt, ist kein Problem. Ich warte trotzdem mal kurz ein bisschen, bis der näher an der Reichweite ist. Boom. Ja, kein Problem. Als nächstes ist übrigens das hier, das Ziel auf Stufe 5. Weil Primärexpertise greift auch selber an. Ist dann ein bisschen mehr Schaden, dann mache ich das. Der ist okay vom Effekt. Der hat viele Bonuseffekte, aber ist generell halt ultra schwach. Der kriegt halt gar nichts kaputt. Wo ich auch immer noch sagen muss, macht den entweder günstiger oder macht es, der mehr Schaden macht. Ich verstehe diese Skillung nicht. Das ist ganz ehrlich, von, also wisst ihr, manche Leute sagen ja, ach, guck mal hier, keine Ahnung, Oben. Oben kriegt keine Buffs. Der ist so vernachlässigt. Aber was ist denn mit einem Energizer? Warum kann der nicht mal einen Buff kriegen? Weil der ist wirklich sinnlos. Den setzt du halt nur ein, wenn du eine Fun-Challenge machen willst. Aber wenn der 10.000 günstiger wäre, plus ein bisschen Schaden, wenn jetzt zum Beispiel Cleanup wäre gegen Moabs. So, dann würde ich sagen, nice, cool, kann man raushauen. Deswegen, wie ich den fixen würde, mindestens 5.000 günstiger, macht es, der Bonusschaden kriegt gegen Moabs, sodass der einen Moab und einen BFB auch kaputt kriegt. Und dann kannst du ihn am Ende der Strecke als Cleanup raushauen. Und dann wäre der so ein bisschen im Verhältnis wie Klebenführer mit Bonus-Steps. Und das wäre halt nice. Aber jetzt, wie der funktioniert, ist der halt leider ultra sinnlos. Deswegen Energizer, bitte, bitte Update. Jetzt habe ich die Kohle für Primärexpertise. Boom. Jetzt wird die Zeit nochmal ein bisschen geringer mit der Fähigkeit. Wie wir sehen, ist jetzt... Wobei, man kann es nicht richtig sehen. Ich gehe wieder hoch ein bisschen. Wie wir sehen, ist jetzt fast dauerhaft an. Der fehlt jetzt noch ein bisschen, so ein paar Prozente. Und die paar Prozente, die fehlen, die holen wir jetzt mit einem Energizer, wenn der auf Stufe 5 ist, dauerhaft. Ja, ich komme Runde 80, aber das sollten wir auch hinkriegen. Ich glaube, dafür muss ich zweimal Klingeninferno einsetzen. Ich glaube, einer reicht nicht. Ich weiß halt nicht, ob Klingeninferno, auch wenn es dauerhaft an ist. Ich habe gerade die ganze Zeit Superinferno gesagt, als das Klingeninferno war. Und jetzt, wo das Superinferno ist, sage ich Klingeninferno. Ich weiß nicht, ob Superinferno stark genug ist, um zum Beispiel Runde 98 kaputt zu kriegen oder Runde 100, auch wenn es dauerhaft an ist. Muss man dann halt am Ende des Tages gucken. Vielleicht, weil er noch dabei ist, ist der Schaden dann okayer. I don't know. Energizer. So. Und gucken, was jetzt ist. Ich drücke die Taste natürlich logischerweise. Ich muss es noch drücken, aber... Achtung, Achtung, Achtung. Es ist die ganze Zeit an. Es ist nicht eine Sekunde nicht aktiv. Ich muss halt die ganze Zeit die Taste hämmern. Aber wir haben jetzt dauerhaft Klingenentfernung an. Das geht jetzt zwar ganz schön auf die Finger, die ganze Zeit drücken zu müssen. Ist nervig, aber wir sind da. Einzige, wo ich mir noch unsicher bin, war das stark genug, um auch Bleiern zu greifen, Klingeninferno? Das weiß ich nicht mehr. Muss ich noch ein Affendorf machen? Ich setze die Skillung halt so wenig ein, deswegen habe ich da gar nicht so viel Wissen drüber. Es kommen zwei Zombies, also die gehen halt jetzt auf jeden Fall down. Das ist halt dauerhaft an. Die interessanten Runden sind halt, finde ich, 99, 98, Runde 100 logischerweise. Weil jetzt kann der auf jeden Fall jeden Typ angreifen. Interessant dabei, ich könnte auch auf zu den Waffen gehen. Dann greifen Türme ja schneller an. Das würde halt nur überhaupt nichts bringen. Wir sind auf jeden Fall jetzt in Runde 90. Die DDTs sind in den Kreis reingekommen. Das sah ein bisschen nervig aus. Kennt ihr die Simpsons-Folge, wo Homer übergewichtig werden will, damit er von zu Hause aus arbeiten kann und so? Damit er halt Behindertenbonus hat und sowas. Und der sitzt ja auch am Schreibtisch und der muss, glaube ich, nur eine Taste die ganze Zeit drücken. Weil er sehr, sehr faul ist, holt er sich halt so einen Wasservogel, was auch immer. Ich blende ein Bild davon ein. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Ihr kennt die, hoffentlich die Folge. So ein Vogel und der sagt die ganze Zeit ja. Er tippt halt die ganze Zeit eine Taste. Und ich komme mir so ein bisschen vor wie Homer-Situation. Ich kann verstehen, warum er das gemacht hat. Ich konnte es jahrelang nicht verstehen, aber ich kann es jetzt verstehen. Wenn man nur eine Taste halt alle 5 Sekunden drücken muss. Ich kann verstehen, warum man das an jemanden abgibt. An eine Maschine abgibt. Aber Runde 95, gar kein Problem, das fetzt ihm einfach weg. Und ich mache jetzt Just for Fun einfach zu den Waffen. Das ist original Just for Fun. Das ist, glaube ich, kein Boost. Mehrere Zombs. Nächste Runde wird interessant, da kommen gepanzerte Zombs. Das wird dann schon mal ein harter Test. Aber bis jetzt bin ich vom Schaden sehr überrascht. Wie sieht es aber aus von der Verteilung? 1 Million Schaden, 370.000 Schaden. Ach ja, wird ja auch, okay, er wird geboostet von Zwingwaffen. Also er hat natürlich auch einen Vorteil davon, wenn Zwingwaffen an ist. Logischerweise. So, aber die Gepanzerten leben ein bisschen. Noch ein bisschen. Na. Sind down gegangen, aber haben ein bisschen gelebt. Runde 98 jetzt wird eventuell doof. Das Gute ist halt, die Map ist sehr, sehr gut für so einen Test, weil halt alles über die Mitte kommt. Er steht halt in der Mitte. Das heißt, er kann halt im Grunde mit seiner kompletten Macht die ganze Zeit treffen. Runde 98 hat kein Problem. Runde 99. Ist ein Problem. Dann mache ich mal Ninja. Und dann mache ich Slow-Motion-Fähigkeit von Ninja einfach jetzt für die Runde. Wenn das noch geht rechtzeitig.
Gegen. Okay. Er hat nicht angegriffen, er hat null Schaden gemacht. Also wir sind weiterhin im Grunde uns treu geblieben. Runde 100 ist jetzt aber ein größeres Fragezeichen. Weil das sieht aus, ob das den überhaupt nicht juckt, dem Bett. Der ist noch nicht mal ansatzweise angeschlagen. Es juckt ihn einfach, okay, jetzt ein bisschen. Aber es juckt ihn anscheinend überhaupt nicht. Ja, okay, jetzt mal ein bisschen closer, es juckt ihn das ein bisschen. Ein kleines bisschen mehr. Na? Willst du nicht down gehen? Weil ich glaube, er... Nope, okay. Ergebnis aber zu schwach. Dann muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen, indem ich hier einmal eine Erstschlagfähigkeit mache. Ich hau dir aber einfach stumpf raus. So. Okay, schade. Also, super Inferno, wenn es dauerhaft an ist, ist überraschend stark, hat Runde 98 hingekriegt. Aber sowas wie Runde 100 und Runde 99 ist dann doch ein bisschen krass für ihn. Erstschlagfähigkeit. Oh. Okay, klar. Erstschlagfähigkeit hat geholfen. Er hat aber fast 1,4 Millionen Schaden gemacht, was ganz gut ist. Und ja, ich habe übrigens auch das mit Mods gemacht, damit ich halt vorspülen kann. Aber mein Fuß ist kaputt. Ich soll nicht lange sitzen. Egal. Und ja, übrigens, ich habe auch den Fuß ab und zu hochgelegt. Ich habe hier so ein... Das sieht halt auch scheiße aus, ne? Ist tatsächlich ganz lustig. Also dauerhaft das draußen zu haben, ist schon irgendwie fun. Natürlich trotzdem RIP-Reißnagelwerfer. Nach wie vor Fans vom Reißnagelwerfer, lasst es mir wissen. Und lasst mich übrigens auch wissen, die Geschichtsquest hier. Mir wurde gesagt, die ist ein bisschen schwerer. Es waren einmal drei Affen aus einem kleinen Umkanten. Mir wurde gesagt, die ist ein bisschen schwerer. Ist das eher was für ein Kurzvideo vom Content oder für ein längeres Video? Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie das vom Umfang ist. Reicht das für ein eigenständiges Video? Ganz wichtig. Okay, dann sehen wir uns aber bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann, Leute. Und ciao.